Ein Bro singt in einer Bar nicht zur Musik. Und damit herzlich willkommen zu unserer kleinen Rederunde bei Don't Stop. Mein Name ist Zelensky. Ich mache Let's Plays seit genau 3 Tagen. Macht das spaßhalber. Und Sie haben gerade einen Artikel aus dem Bro-Code gehört. Sie wissen nicht, was der Bro-Code ist. Der Bro-Code ist so ein... Also jeder Mensch hält sich an Regeln. Und das sind eben so coole, witzige Regeln. Ich finde das Buch recht geil. Das kann man sich so überall kaufen. Ist sogar ein Spiegel-Bestseller. Und Sie haben jetzt gerade diese Regel gehört, dass ein Bro in einer Bar nicht singen darf. So, diese Folge heißt jetzt aber der Regelbrecher. Warum? Na, weil ein Freund von mir es geschafft hat, ungefähr 7 dieser Regeln an einem einzigen Abend in 3 Stunden zu brechen. Und ich werde euch jetzt nahelegen, wie er das geschafft hat. Fangen wir mal mit dem ersten an, nämlich mit dem ich gerade vorgelesen habe, dass ein Bro in einer Bar nicht zur Musik singen darf. Also das war so ein Karaoke-Abend, ne? Wir kommen so rein. Also ist jetzt nicht, es war jetzt nicht direkt eine Bar, ne, es war so eine Party, ne? Also Geburtstagsfeier, ich darf noch nicht in Bars, ich bin 15 Jahre alt. Das wäre schon etwas blöd, wenn ich mit einem gefälschten Ausweis hier rumrennen würde. Und ja, dann sind wir halt so auf die Party gegangen und da hat es auch so ein Karaoke-Spiel gegeben. Wir anderen Bros, wir haben uns natürlich sehr zurückgehalten, haben, ne, mach mal nicht mit, das ist ja gegen den Broker. Und er als erster rauf, donnert mit seiner hässlichen Stimme da so ein schönes Schmalzenlied davon, also gleich doppelt. Erstens hat er bei Karaoke mitgesungen und zweitens hat er so ein dämliches Schmalzenlied gesungen. So, wir waren natürlich empört. Ich meine, das funktioniert nicht. Aber ihr glaubt wahrscheinlich, dass jetzt, tja, dass das das Einzige war. Nein, ich habe mir hier nämlich so einen richtig schönen Block rausgelegt. Nicht einen Block rausgelegt, sondern ich habe hier den Broker so neben mir und habe mir die Artikel, die er verletzt hat, die habe ich mir mal so angezeichnet, ne? Also kommen wir mal zu Artikel 138, das stimmt schon, ja, ich bin nicht gut bei Zahlen, ne, Mathe, ich hasse Mathe, ihr wisst, dass ich Mathe hasse. Ein echter Bro lacht nicht, wenn jemand einen Tritt in die Eier bekommt. So, also bei dem war ich wirklich angefressen. Die Hintergrundinfo war wirklich sehr witzig, das muss ich schon zugeben. Das war nämlich so, ich kenne diese kleinen Bälle, diese Happy Sacks, die man so gerne mit den Fersen immer in der Luft halten muss und dann eben zum nächsten spielen. So, jetzt sind aber 2 von meinen Homies, ne, die sind zu nahe beieinander gestanden. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Der Happy Sack fliegt dem einen zu, beide gehen drauf los und der andere schlägt mit seiner Fessel dem anderen voll in die Eier. Der liegt natürlich am Boden. Wir Bros wissen, jetzt ist Diskretion angefragt und fragen ihn natürlich, hey Mann, wie geht's dir? Und was macht der andere Typ? Ihr wisst schon, der eine, der bei Karaoke schon gesungen hat, hey, der lacht den aus, ne? Also schon mal eine zweifache Verletzung. Okay, eine zweifache Verletzung kann man ja noch irgendwie ertragen. Aber jetzt kommt der schlimmste Verstoß an diesem Abend, was ich wirklich nicht dulden kann, überhaupt nicht. Und das ist Artikel 1. Artikel 1, wohl bemerkt, den Artikel, den jeder Bro kennt, und der lautet Bruder vor Luder. So. Ich kann das sagen. Ich hatte so ein Problem auf der Feier. Wieso ich das jetzt so meinen? Also, nennen wir es mal Problem, ne, unter Anführungszeichen. Ihr wisst schon, Problem. Auf das kann ich ja in der nächsten Folge, die ich über genau dieses Thema machen werde, ein bisschen genauer eingehen. Und ja, dann habe ich den halt so gefragt, hey, Kumpel, musst du halt mein Wingman sein. Spätestens jetzt alle, die Horror mit der Mother sehen, wissen, was ich da meine mit Wingman, ne? Und welches Problem das ist. Und ja, was macht er? Geht mit mir mit, sieht da seine Flamme, also auf die er steht. Wisst ihr, was der macht? Wisst ihr, was der macht? Der lässt mich komplett alleine da stehen, der Mongo. Der lässt mich da komplett alleine stehen. Und wisst ihr, was er dann tut? Ne? Der geht dahin und redet mit der über genau das, was mit ich ihm gerade darüber geredet habe. Ich weiß, ich klinge jetzt etwas bämisch und etwas zu hoch, aber das ist erstens der Stimmbruch, zweitens mal ist das meine Aggression. Ihr kennt meine Aggression. Und drittens ist das einfach, das ist Regelverstoß pur. Das kann man nicht mehr billigen, ne? Und ja, dann haben wir schon überlegt, welche Strafe das wir ihm eigentlich geben. Die höchste Strafe ist ja natürlich der Entzug des Pro-Signs, aber so hart waren jetzt seine Verstöße auch nicht. Und darum haben wir jetzt halt gesagt, na gut, tunken halt seinen Kopf in Wasser. Das hat er auch wirklich verdient und hat auch wirklich sehr gut ausgesehen.
Haben wir alle ziemlich gelacht, bis auf ihn, der hat nur geblubbert. So, ich glaube, irgendwo habe ich jetzt noch einen Artikel. Ne? So, einen ist wirklich so. Ah, kein Sex mit deines Bros Ex. So, jetzt erstmal Stille. Was? 15 Jahre? Dein Mongo-Freund? Schon irgendwo gepudert? Ne, ne. Also, ich beziehe das jetzt eher auf was anderes. Auf was, was man etwas unter leichten Fummeln ansetzen kann, ne? Ich meine, ich habe schon einige Exen, ne? Ich bin zurzeit Single übrigens. Was ich sehr, sehr befürchtelige, weil ich mit meinen Freunden einfach Foot gehen kann, ohne dass so ein Weibsbild daherkommt und dann so sagt, ah, du gehst nicht schon wieder hin, ne? Du bedrückst mich ja, das geht dann nicht. Musst du mal mit mir weit fortgehen? Und also wenn ich schon mal so weit kommen lasse in der Beziehung, ne? Also spätestens ab dem Punkt ist Schluss. Da, das ist vorbei, da mache ich nichts mehr. Da kann man mir nichts mehr einreden. Also, nee, kannst du vergessen, kannst du knicken. Ist schon. So, und was macht der jetzt, ne? Also, ich meine, mit meiner Ex, ich vertrag mich ja ganz gut mit der. Was ist das? Lass uns Freunde sein. Lass uns zusammen höchstens noch irgendwann irgendwo hingehen, was trinken. So, okay. Haben wir beide gesagt, dass wir höchstens Freunde bleiben. Finde ich auch super. Ist echt die beste Lösung, wenn man sich trennt. Und dann kommt der daher, ne? Hat wahrscheinlich schon 1000 Jahre einen Stand auf die gehabt. Kommt her. Also, es war auch die Frau, mit der er dann gesprochen hat, ne? Geht zu der hin und sagt so, Mann, ey, tut mir leid, dass du mit dem nicht mehr zusammen bist und alles. Oh, da bekomme ich einen Auszucker, ne? Aber dabei bekomme ich einen hohen Auszucker. Einen ganz, ganz argen Auszucker, weil das ist ja nicht mehr normal. Ich war keine 2 Wochen von der getrennt und da geht der hin und glaubt, dass er es ja anmachen muss. Hey, wie glaubst du, wie geht's mir bei dem? Mir geht's da überhaupt nicht gut, ne? Da denke ich es mir, das mag ich nicht. Da kriege ich doch, da werde ich doch, da fühle mich ich voll minder bemittelt. Die redet schon, also der geht schon wieder auf sie zu. Was mache ich? Ich hocke alleine in der Ecke, zuzel an meiner Cola und traue mich nicht, irgendwelche anzusprechen, weil ich gerade verletzt wurde. Nein, ich habe mit ihr Schluss gemacht. Das ist eine große Sache. Das muss ich einbringen. Wahrscheinlich wird sie was anderes sagen. Ist ja, aber ist jetzt erstmal egal. So. Und wahrscheinlich werden jetzt meine ganzen Freunde da mal drunter schreiben, oh, hast du gar keine Freunde gehabt? Hey, ich denke mir auch manchmal Themen aus, weil ich finde solche Themen witzig, ne? Und da kann man auch gut drüber reden, 10 Minuten und das. Ja, jetzt bladdel ich hier noch ein bisschen so herum. Übrigens, das Thema ist erfunden, aber trotzdem, ich finde es echt witzig, ne? So, was könnte man jetzt so noch hier ein bisschen einbringen? Also, nein, hey. Ich meine, das ist erfunden, dass, Genau, es ist erfunden, dass ich nur eine Freundin hatte. Haha, das habe ich jetzt gut hinbekommen. Ja, gut. Weiter im Programm. So, wir haben jetzt eigentlich, ich muss mal ein bisschen über das Spiel auch reden, wir haben jetzt, glaube ich, Tag 6. Wir haben eigentlich, wir sind nur den Weg gefolgt, was ich eigentlich für ziemlich dumm inzwischen halte. Und übrigens, ich recherchiere sehr, sehr sorgfältig Themen, ne? Und falls ihr ein Thema habt, schreibt es in die Kommentare. Ich recherchiere mal drüber. Dann sehen wir mal, was wir da machen können. Und so weiter und so fort. Und bla bla bla. Und alles gut, helle Welt, ja. Noch was. Habe ich noch was für diese Folge irgendwie vorbereitet? Ich meine, ich habe jetzt noch so 1 Minute Zeit. Ne, also ich wollte nur über den Bro-Code reden. Vielleicht werde ich noch manchmal daraus was vorlesen. Möchte, also, was jetzt wirklich nicht gestimmt hat, war, dass das auf einer Party war, ne? Das war so. Das war einfach in der Schule drin, ne? Ist mir natürlich ein bisschen peinlich, weil ist jedem, glaube ich, ein bisschen peinlich, wenn er mit der Ex in dieselbe Schule geht. Geschweige denn in dieselbe Klasse. Wir gehen zwar nicht mehr in dieselbe Klasse, aber in dieselbe Schule und dann sieht man sich halt häufig. Und darum ist es auch gut, wenn man so jetzt ein bisschen, ja, irgendwie zusammenkommt und das Ganze ein bisschen bereden kann, ne? Bevor man sich dann nur die ganze Zeit irgendwie so blöd anschielt. Das ist eigentlich nicht das Richtige, was man da tut. Und jetzt werden sich wahrscheinlich schon wieder einige fragen, hey, wie kann so ein blöder 15-Jähriger eigentlich über Beziehungen reden? Alter, wer immer sich daraus auch gerade denkt, du hast doch sicher auch schon selbst eine Beziehung gehabt und über die kannst du ja auch reden. Und inzwischen ist das Video gleich vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wiederschauen.